Moin moin Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial im German Hunting Channel. Diesmal etwas anderes. Ich zeige euch, wie ihr ein Anti-Mückenspray selber macht. Das Antibrumm ist ein hervorragendes Mückenspray, kostet aber leider 22 Euro für 75 Milliliter. Das Mugga ist auch nicht schlecht, kostet aber immer noch 10 Euro für 75 Milliliter. Und ich möchte euch zeigen, wie ihr 150 Milliliter für ca. 8 Euro selber macht. In diesem Video zeige ich euch jeden Schritt, der dafür notwendig ist. Wir fangen an mit gekochtem Wasser. Davon benötigt ihr 60 Milliliter. Es ist sehr wichtig, dass ihr euch genau an die Angaben haltet, die ich euch vorgebe, um ein wirksames Antimücken- und Insektenspray herzustellen. Im nächsten Schritt geben wir die Öle dazu. Wir fangen mit dem Teebaumöl an. Das ist gut gegen Parasiten wie Zecken und Flöhe, und zwar 20 Tropfen, ca. 1 Milliliter. Davon sollten ausreichen. Im zweiten Schritt geben wir Lavendel gegen Mücken, Fliegen, Wespen und Motten hinzu. Dazu verleiht es unserem Mückenspray auch noch einen angenehmen Duft. Wieder 20 Tropfen, ca. 1 Milliliter. Jetzt kommen wir zur dritten Zutat, Zitronella. Das ist das Schutzschild gegen die Mücken. Es hat einen sehr starken Zitronengeruch, ist aber nicht penetrant. Und wenn ihr euch an die 20 Tropfen, also 1 Milliliter in der Mischung haltet, sollte es auch nicht zu stark sein. Die vierte Zutat in unserem Mix ist Hamamelis. Es wirkt entzündungshemmend und wundheilungsfördernd und ist somit gut für eure Haut. Hier geben wir 100 Tropfen, ca. 5 Milliliter, dazu. Nun erreicht unsere gesamte Mischung von Ölen und Extrakten 8 Milliliter. Es ist wichtig, dass ihr dieses Verhältnis einhaltet, damit der Alkohol die Öle auch richtig lösen kann. Nun mischen wir die Öle und das Wasser. Dazu gießt ihr einfach alle Öle in das Wasser und erreicht einen Gesamtwasseranteil von 68 Millilitern, das bei 70% Alkohol ca. 41,5% Alkoholgehalt in der Gesamtmischung ergeben. Ihr müsst immer über 40% bleiben, damit diese Anti-Mückensprays überhaupt wirken. Und genau aus diesem Grund geben wir auch die gesamte Flasche Ethanol zu unserem Mix dazu. Nun sind wir fertig. Ihr könnt dieses Mückenspray abfüllen in eine Sprühflasche und euch somit vor den lästigen Plagen Geistern schützen. Alle Links für die Produkte, welche ich in diesem Video verwendet habe, findet ihr in der Videobeschreibung. Teilt mir gerne mit, wie ihr euer Mückenspray mischt, die Rezepte würden mich interessieren, sowie die Erfahrungen, die ihr mit dieser Mixtur macht. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und würde mich über ein Abo von euch freuen, sowie einen Like. Ich bin draußen, bis zum nächsten Mal. Euer German Hunting Channel.